Hallo Freunde und herzlich willkommen zur ersten Folge von dieser kleinen Videoreihe. Ich habe mir überlegt, wir spielen einfach ein paar Folgen Rivals of Ether, vielleicht zwei, drei Videos. Denn warum nicht? Ich wollte gerne versuchen, täglich was hochzuladen, dafür brauche ich dann halt Videos. Also warum nicht sowas? Wir spielen gegen Okra. Und ich habe das Spiel seit ein paar Tagen nicht mehr gespielt, deswegen wundert euch nicht, wenn ich nicht besonders gut bin. Außerdem laggt es gerade minimal, was ehrlich gesagt weniger schockt. Aber Kick aufs Maul. Oh, ich krieg aufs Maul. Ja, die haben tatsächlich die Änderung an Cracks Pillar wieder ein bisschen verändert. Er kann jetzt auf dem Weg nach oben nicht mehr zerstört werden. Was mich natürlich ziemlich freut. Das war gut von ihm. Ah, ich habe ungefähr eine halbe Sekunde Lag auf all meinen Moves, was das Spiel um einiges schwerer macht, als man glaubt. Das ist gerade echt minimal nervig. Und ich verstehe immer noch nicht wirklich den Up-Special von Forceburn, was auch daran liegt, dass ich nie gegen Forceburn spiele, weil der irgendwie nicht gepickt wird. Ich glaube, der hat die niedrigste Pickrate von einem Charakter. Danke, dass du tot bist. Finde ich sehr nice. Aber wie gesagt, ich habe das Spiel seit ein paar Tagen nicht mehr gespielt. Ich glaube, seit fast einer Woche. Von daher erwarte ich nicht, dass wir in dieser Folge viel gewinnen. Aber man kann es ja zumindest probieren, nicht wahr? Oh shit, ich hatte auf der Jump da rein. Ha, so geht er durch. Fugit. Wenn ich jetzt auch lerne, auf den Move vernünftig zu follow, ne? Shit. Nee, ich wollte es eigentlich einfach nur parieren. Ups. Es geht da erst durch, nachdem ich den gehittet habe. Ja, jetzt habe ich gerade versucht wegzurollen. Das ist leider keine. Na, was hat das denn von mir? Wow, ich hätte es verdient, da zu sterben. Aber der Typ kombot mich nicht so sehr, wie er mit Forceburn sollte. Ich habe ein bisschen Angst jetzt vor seinem Move, jetzt wo er gecharged ist. Ja, wer hätte das ihn getroffen, wäre das ziemlich cool gewesen. Ich sollte aufhören, den Move zu machen, wenn er ganz offensichtlich nicht darauf reinfällt. Shit. Los, der connectet nicht, weil der zu langsam ist. Ich sollte versuchen, statt dem Down Smash. Nee! Statt dem Down Smash Aerial zu benutzen in dem Moment. Jetzt habe ich ihm erlaubt, sich aufzuladen, weil ich ihn einfach nicht aktiviert habe. Das war gerade ein ziemlich cooler Short-Hop von mir. Nee, warum kann er damit so gut recovern? Können Gegner mal aufhören, recovern zu können? Das fände ich voll cool. Oh shit, war nicht connected. Hitboxen, please. Danke, dass du dich einfach das treffen lassen. Ah, schade, ich habe auf der Macht wieder nur so einen kurzen Sprung vorhin. Irgendwann kriege ich dich mit der Combo. Sonst ist mein Name nicht XX for Swagger 20 oder so. Commentary und Fighting Games. Woohoo. Nicht unbedingt das leichteste. Aber das war gerade ein ziemlich souveräner Kill von. Das hat ihn nicht getroffen. Er stand doch locker auf der Höhe dann gegen Star. Ja, okay. Genau, du mich auch spiel. Nee, 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 das wollte ich gar nicht kontrollen. Oh, das war ein kurzer. Nein! Und interessanter Lag. Na, connected er? Nein. Warum killt er sich jetzt selber? Connection Error, also Connection Fire. Okay, mein Gegner hat. Okay. Ich wollte es gerade mit der Maus anklicken.
spielen bald gegen Sir Dog. Vielleicht spielt er ja auch den Whale Dog. Nein, spielt nicht den. Oh, er spielt Zetterburn. Natürlich spielt er Zetterburn. Warum auch nicht? Ich meine, er wird so selten gespielt, da freut man sich richtig, wenn man mal gegen Zetterburn spielen darf. Der alte Link. Und ihn damit in seinem. Oh Gott. Und ja, ich bin immer noch der Meinung, dass er der Link von Rivals of Aether ist, weil die einfach beide genau gleich viel spammen. Shit, ich hab das halt noch runter. Oh, ich wollte mich nach Dingens drehen. Nach Dingens, ja? Nicht nach links, nach Dingens. Ich bin zu hipster, um die normalen Richtungsangaben zu benutzen. Fuck you! Oh, Zetterburn, ein Recovery. Oh, lag. Netter lag. Einmal taunten ist okay. Und zweimal taunten gebe ich dir aufs Maul. Ah, wert gekombot, Bitch. Das war schlecht von mir. Ja, landet da drin. Genau, danke. Oh, ich wollte ihm danken. Au, 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 au. Das könnte mich rausnocken. Tut es aber nicht. Ja, genau, als ob ich da hinspringe. Ich wollte hier eigentlich nur den Pfeiler platzieren, damit er da links weg ist, falls ich ihn versuche, da rauszunocken. Denn ich habe schon mehr als einmal meine Gegner mit dem Pfeiler von mir gerettet. Unbeabsichtigt. Nein, nein, das sollte ein Easy Kill. Wow, es sollte kein Easy Kill gehen. Warum steht mein Stein noch da hinten? Ich konnte gerade keinen neuen aufsammeln, um ihn. Mal gut, ich konnte keinen neuen Stein aus. Oh. Doch, ich hatte gerade gehofft, dass wir ihn freestocken können. Okay, kann der jetzt bitte mal weggehen? Danke. Ich würde echt gucken, ob ich ihn einfach mit einem Up-Special Down-Smash gekillt kriege, aber. Nicht lange er den Move hat. Okay, ich war gerade aus irgendeinem Grund stunned. Lieb. Na, macht er das Best of 3 mit? Oh, macht er. Das finde ich toll. Fuck you. Ich bin gerne traden. Bei mir läuft es nämlich besser als für dich. Ich liebe diesen Felsen. Das ist einfach eine der besten Fähigkeiten, die ich jemals in einem Fighter gesehen habe. Er ist so. Es ist einfach eine Fähigkeit, die ist unglaublich simpel einzusetzen, aber kann so gute Mechaniken öffnen, also so gute Kombos sorgen. Natürlich hat er den Dump jetzt gedodged. Man kann ihn stumpf benutzen hierfür, einfach um ihn damit den Schaden reinzudrücken, aber man kann ihn auch benutzen, um zu zone, zu edgeguarden. Kann man das hier eigentlich sagen, edgeguarden? Bestimmt. Okay, kill dich selber, damit kann ich leben. Ah, manchmal kriege ich es perfekt getimed. Dass ich das genau im richtigen Frame dann treffe. Ich habe genug Steine gespammt hier. Wird mal Zeit, dass wir ein bisschen draufhauen. Hör nur auf, die ganze Zeit so wegzurennen. Ich möchte nur einmal danken. Mehr möchte ich doch gar nicht. Und jetzt muss ich ihn erstmal rechts von der Stage kicken. Vergessen wir, dass er damit durch Plattformen durchkommt. Ich denke, aus irgendeinem Grund immer, er bleibt an der Plattform stehen. Oder hängen, besser gesagt. Nee, da konnte ich ihn jetzt nicht danken, weil er den. Kann ich ihn in dem Move nicht danken, anscheinend. Dann halt so. Oder auch nicht, weil er es überlebt. Wow. Nee, wir haben gleich viele Stocks. Kann ich das mal ändern, bitte? Danke. Whee! Tschüss, Mufasa. Jetzt erwarte ich mal, dass er den nach oben macht, aber dann macht er es nicht. Er hat es gelernt, meine unglaublich offensichtlichen Moves zu predicten. Ich bin stolz auf ihn. Nee, jetzt packt er hier seine richtigen Moves raus. Oder auch nicht. Ich wollte gerade sagen, jetzt hat er es gerade geschafft, mich kurz zu kombon und dann macht er sowas. Ah, schade, hätte er noch getroffen.
Game and Set. Okay, wir suchen uns einen neuen Gegner. Ich habe gar nicht drauf geachtet, wie lange wir schon spielen. 8 Minuten vielleicht? Oh, guck mal, noch ein Setterburn. Au. Nee. Ah, ich weiß nicht wie, aber das war gut von uns. Okay, und der Setterburn scheint ein bisschen mehr eine Ahnung davon zu haben, was er tut. Die Leute haben inzwischen gelernt, dass man nach Craigs Pillar am besten einfach ein... Nee. 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 Hä? Oh, ich bin gerade richtig... Also, ich hau Play ihn gerade richtig hart. Dann guckt euch das an. Ich hau Play ihn einfach... Ich hau Play ihn einfach so extrem, dass ich gar nicht mal was machen muss. So gut bin ich. Ich muss gar nichts machen, weil ich einfach so gut bin, dass ich auch quasi meinen Upsplash schon machen kann, obwohl ich den schon drin habe. Und er punisht mich einfach nicht dafür. Weil er weiß, nee, wenn ich ihn jetzt punish, dann... Macht er mich gleich kaputt mit seinem Skill. So, komm her, Lion-T. Hey! Okay, da hat Lion-T mich jetzt aber eiskalt killt. Das war eine interessante Runde. Er ist zweimal früh gestorben, irgendwie. Ich habe immer noch nicht so ganz verstanden, wie. Aber ich akzeptiere es. Es war ein interessanter Win. Denn der Typ macht schon mal interessantere Plays als unser letzter Gegner. Der letzte Setterburn. Der hier macht mir zum Beispiel Schaden, weil er weiß, wie er seine Fähigkeiten trifft. Den konnte er jetzt aber nicht dodgen. Holy shit, hör mal auf, so schnell zu reagieren, Gegner. Oh. Nee, geh mal... diese Krankheiten bekommen. Nee, er hat damit eine höhere Range als ich. Hä? Hey. Oh, was hat die? Ah, okay, konnte man zumindest sein Side Special abwehren. Oh, da hätte ich jetzt mit dem Down Special mal getroffen. Ich sehe schon, ich muss ihn versuchen, mit Aerials rauszunocken, ansonsten wäre es ziemlich schwer. Ich wollte mein Side-Special machen. Ja, da hat er mich gekillt. Nee, ein bisschen zu... Okay, gut. Ein bisschen zu früh. Ist auch nicht wirklich der optimale Punish, sage ich ganz ehrlich. Ich hätte da schon direkt einen gecharged Angriff machen können. Okay, warum das nicht getroffen hat, wüsste ich jetzt gerne. Wenn jetzt irgendjemand sagt, oh, weil die Hitbox nicht getroffen hat, dann hau ich ihn. Was ich quasi sagen wollte, war, die Hitbox hätte da treffen müssen. Okay. Game and Set. Machen wir noch einen Gegner? Machen wir noch einen Gegner. Und dann machen wir Schluss für diese Folge. Oh, ein Restore. Der wird bestimmt nicht damit eröffnen. Wie jeder andere Restore auch. Mein Gegner hat eine gute Internetverbindung. Oh, hat er eine gute Internetverbindung. Da macht's richtig Spaß zu spielen. Oh, bei denen gar nicht lags oder so. Das müsstet ihr sogar sehen können, dass es laggt. Please, Leute, keine Online-Games spielen, wenn eure Internetverbindung dafür ganz offensichtlich nicht ausreicht. Den habe ich vor 3 Sekunden gemacht, den Up-Special. Und es ist mir egal, auch wenn der andere davon vielleicht auch getroffen wird, der Gegner, macht es einfach keinen Spaß, mit solchen Lag zu spielen. Zumal diese Leute sich daran gewöhnen, mit Lag zu spielen. Nee, das kannst du vergessen. Mm-mm. Nope. Das mache ich nicht. Nicht mit einer Framerate von, was war das, 15 oder so? Mm-mm. Dann suche ich mir lieber einen vernünftigen Gegner. Corey in the house is best anime. Okay. Und ein Maple-Spieler, das mag ich. Okay.
Da mag offensichtlich jemand nicht Crack. Gut. Meinetwegen. So, holen wir uns einen neuen Gegner. White God. Oh, natürlich. Wir kriegen Restore, Maple und dann fucking Zetterburn. Den kann ich nicht danken. Da müsste ich das so timen, dass ich ihn treffe, wenn der ausläuft, der Up-Special. Wow, das war gut von ihm. Da hat er seinen Down-Special perfekt genutzt. Das Problem ist, wenn jemand so wie er spielt und die ganze Zeit hin und her rennt, wird es unglaublich schwer, meinen Up-Special richtig zu treffen. Das war nett. Das war ein guter Kill. Hat einfach Frame Perfect quasi gerollt, direkt nach dem Treffer. Der Typ macht mir gerade ein bisschen Angst. Kann er bitte aufhören, so gut zu sein, zu wissen, was er tut? Oh, ich hoffe, die führen endlich bald die getrennten Roll- und Parry-Knöpfe ein. Es passiert mir so oft, dass ich versuche, wegzurollen, aber stattdessen einfach auf der Stelle Parry. Aber angeblich wollen sie ja in einem der nächsten Patches unterschiedliche Knöpfe fürs Parieren und Rollen rausbringen. Das können die meinetwegen gerne sofort machen. Denn dann werde ich mir das Parieren auf Y legen und das Rollen einfach so wie jetzt auf die R-Tasten. Also R- und L-Taste. Da wo es jetzt quasi auch schon drauf ist, aber dann halt... Da man halt im Moment die Parry-Taste und die Richtungstaste drücken muss. Reicht das? Nee, schade. Hat mich auch gewundert. Das hätte ja tatsächlich gereicht, wenn ich ihn da getroffen hätte. Es passiert einfach so oft, dass man mit Crack und Zetterburn einfach den Neutral bzw. Side-Special tradet. Das war nicht gut von mir. Nein. Wir haben beide nur noch einen Stock. Wir sind beide in Kill-Range. Und zwar locker. Hätte ich ihn damit jetzt getroffen, ne? Aber er hat das genau vorher gesehen. Oh! Ich glaube, da hat er sich gerade selber gekillt. Ich glaube nicht, dass es so geplant war von ihm. Aber er ist instant ready für den nächsten Kampf. Da wollte ich ihn mit einem Up-Neutral countern, aber... Up-Neutral? Up... Weiß nicht, wie nennt man das? Mit einem normalen Angriff nach oben? Ich kenne mich noch nicht aus in dem Smash Brothers Lingo. Ja, ich darf mich nicht rollen, okay. Da auch schon wieder! Ich wollte... Wow, jetzt habe ich ihn damit gerettet. Wobei, er hätte einfach den Ding jetzt machen können, den Walljump und Up-Special. Da wollte ich mich einfach zur Seite rollen, aber das hat mal wieder nicht geklappt. Es wird so Zeit, dass sie das... einbauen bzw. fixen, wie auch immer man es nennen will. Meiner Meinung nach fixen. Meiner Meinung nach ist das eine Funktion, die von Anfang an hätte da sein sollen. Ein klar getrennter Parry- und Roll-Button. Sollte nicht auf die gleiche Taste gelegt werden. Nicht, wenn es so präzisen Input erfordert. Ich wollte ihn nach oben werfen. Also gerade eben schon, bevor ich getroffen wurde. Nee, diese Runde macht uns einfach kaputt wegen dem scheiß Parry direkt am Anfang, wo er es einfach geschafft hat, uns dann zu kombon. Außer natürlich, er killt sich wieder selber. Aber selbst dann sind wir ihm 72% hinterher. Da wollte ich mich gerade auch nach rechts rollen, nach links rollen zum Beispiel. Und hab's nicht hinbekommen, weil das Spiel sich denkt, nee, du bleibst jetzt hier auf der Stelle. Genau das meine ich gerade, dieses Neutral Special Spam. Das ist einfach der. Ein Side Special. Das ist einfach der Link dieses Spiels. Da wollte ich gerade seinen Angriff parryen, aber er hat mich aber eh nicht getroffen und da war das egal. Das war nicht optimal zu punish. Ich glaube, ein vernünftiger Neutral Air, Neutral Aerial hätte da mehr gemacht. Das war nicht gut.
Leider ist der Pillar immer noch meine beste Kill-Option gegen ihn. Außer ich krieg den hier vernünftig getroffen und comboed. Der Dreckeronit, Mufasa. Nee, ich wollte mein Up-Special machen. Wow, ey, instant. Der dodge einfach jetzt instant, wenn ich den mache. Er wird sich jetzt halt immer auf Distanz halten. Und sein Side-Special machen. Nee. Nee, einfach bei sicher. Okay, Recovery. Nochmal triffst du mich. Ja, genau. Warum hat ihn das bitte nicht erwischt? Okay, das stoppt den Down-Special. Leider nicht gestunt, weil man bei Range-Angriff nicht gestunt wird. Der Angriff wird einfach zurückgeworfen. Ja! Wo hat mich das bitte getroffen? Hitbox, please! Da werde ich echt ein bisschen salty. Spiel jetzt einfach die Festung und bleib vor einer Stelle stehen. Oder auch nicht, weil denn. Es waren einfach ein paar richtig dumme Treffer, die er mir reingedrückt hat, weil ich entweder gerollt bin, obwohl ich es nicht wollte, oder nicht gerollt bin, wenn ich es wollte. Ich hatte doch die Stage schon mal berührt. Warum konnte ich da den... Oder habe ich ihn nicht berührt? Vermutlich habe ich sie nicht berührt. Und wieso killt diese Stage immer so ein bisschen meine Framerate? Ich verliere immer so um die 5 Frames, wenn ich auf der Stage spiele. Ich verstehe nicht warum. Wegen dem Wasser vielleicht? Oh wow, und da habe ich auch gerade versucht zu parryen, aber du geh einfach mal von der Stage. Spasti, als ob ich nicht weiß, wie mein eigener Pfeiler funktioniert. Da habe ich meinen Nutfill benutzt, obwohl ich den nicht hätte benutzen sollen. Ah, das war gerade gar nicht mal so schlecht. Außer, dass ich mir jetzt quasi eine gute Killvorlage für mich gegeben habe. Und ich da eigentlich meinen Nutfill-Special benutzen wollte, stattdessen noch den Zeit-Special benutzt habe. Shit, da wirft er weich wieder nach links aus. Das ist halt das Problem, da muss man dann halt ein bisschen auch mit Glück arbeiten, in welche Richtung er ausweicht. Aber er scheint bevorzugt nach rechts auszuweichen. Das werde ich mir mal merken, beim nächsten Mal einfach mein... Oder er weicht einfach mal in die Richtung aus, in die ich ihn werfe. Das macht auch Sinn. Okay, warum hat ihn das jetzt nicht angezündet? Ha! Nee, nicht hier an der Ecke taunten, nicht hier an der Ecke taunten! Das ist ein bisschen eine gute Vorlage für ihn. Ah, sein Scheiß Nutel auch eine größere Range hat als... sein Zeit eine größere Range hat als mein Nutel. Nee, das wollte ich nicht. Das wollte ich nicht. Nein, spring doch. Komm her. Komm her. Komm her. Komm her. Nein. Ich dachte, er springt wieder, um den zu dodgen. Mach doch Moves, die ich von dir... Hat er sich gerade wieder selber getötet aus Versehen? Good job. Aber war nochmal ein gutes Match. Würde ich sagen, danke fürs Zusehen. Beim nächsten Mal spielen wir wieder Crack, denn ich kann keinen anderen Charakter spielen. Bis dahin und tschüss.